Wir machen mal ganz schnell eine Übung zu linearen Funktionen. Typisches Beispiel aus der Praxis. Ich gehe bei und sage, ich kaufe mir Fensterkit. Und zwar in Rollen gibt es den. Fensterkit und ich gucke, und da ist so eine Rolle, meinetwegen, sagen wir mal, 15 cm lang und hat einen Durchmesser von 2 cm. So, das ist das, was ich weiß. Und ich gucke drauf auf die Packung. Warte mal. Und dieser Fensterkit, der kostet, nicht kostet, sondern der hat eine Masse von 0,6 Kilogramm. Das steht alles auf der Verpackung. Also die Maße, die kann ich ablesen und kann mir das alles angucken. Das ganze Ding ist eingepackt in eine Schachtel. Die male ich aber nicht hin, die ist mir egal. Also 0,6 Kilogramm, diese komische Masse ist da drin. So sieht das Ding aus. Und jetzt kommt die große Frage. Jetzt nehme ich mir davon ein Stück. Ich schneide das mit dem Messer ab. Ich habe also so eine kleine Rolle. Und ich habe also hier so ein kleines Stückchen von der Rolle abgeschnitten. Und das ist jetzt meinetwegen, tja, gerade als ich messen will, kommt der kleine Sohn der Familie vorbei, latscht drauf und freut sich und sagt, hihi, ist ja verformbar. Also ich habe nichts mehr zu messen. Ah, ärgerlich. Gut, ich nehme eine Waage und nehme diese, mache eine Kugel aus dem ganzen Kram, nehme eine Waage und sage, okay, das wäre M1, das wäre jetzt M2, 0,15 Kilogramm. Naja, habe ich ja Schwein gehabt. Jetzt ist die ganz große Frage, wie groß ist das Volumen? Gesucht ist also das Volumen Nummer 2 von der Kugel. Das ist gesucht. Jetzt bin ich aber angeschmiert. Jetzt muss ich hier erst das Volumen ausrechnen. Ne? Da gucke ich aber im Tafelwerk nach. Ich kriege folgende Formel gegeben. V ist gleich Grundfläche mal Körperhöhe. Wenn 15 cm die Körperhöhe sind, muss ich mich noch mit der Grundfläche beschäftigen. Grundfläche ist Pi mal R Quadrat. Das sind in diesem Fall, ich mache es mal kurz. R wäre nur 1 cm. Pi ist 3,14. 3,14. Und R Quadrat, 1 mal 1 bleibt 1. Also 3,14 Quadratzentimeter mal 15 cm. Ich habe also dieses Volumen auf jeden Fall. Stell das Volumen mittels einer linearen Funktion dar. Aha. Tipp mal schnell ein, 15 mal 3,14. Gut, ich habe also 47,1 Kubikzentimeter hier rausgekriegt. Und das ist mein erstes Volumen, nämlich das ist das Volumen meiner Ausgangslage. Und ich möchte jetzt aber das zweite Volumen. Und wie kriege ich das erstmal mit einer Skizze hin? Ich sage ganz einfach, Gesundheit. Je mehr ich Volumen habe, umso mehr Masse wird das ja haben. Wenn nichts da liegt, ja, dann gibt es auch wohl keine Masse. Sage ich, okay. Dann mache ich die Masse mal hier hin. Und man sieht, dass Masse und Volumen in diesem Fall direkt beide voneinander abhängig sind. Habe ich keine Masse da, habe ich kein Volumen. Habe ich Masse da, habe ich Volumen. Umgekehrt habe ich kein Volumen da, habe ich keine Masse. Das heißt, ich kann getrost den Graphen schon mal in den Koordinatenursprung legen. Jetzt kurz eingeteilt. Das Schlimmste, was mir passiert war, waren 0,6 Kilogramm. Jetzt schreibe ich mal die Kilogramm direkt dahinter. Und ein Volumen von 47,1 Kubikzentimeter. Okay. Hier sind 47,1 Kubikzentimeter. Demzufolge habe ich hier rein koordinatenmäßig den zweiten Punkt und kann die verbinden. 0,15, na, das geht ja leicht. Wenn hier die Hälfte 0,3 Kilogramm sind, dann habe ich hier 0,15 Kilogramm. Das kann man jetzt schon beinahe im Kopf. Dann sage ich, okay, ich gehe von hier aus direkt auf den Graphen und kann hierhin ablesen. Hier wird mein Wert entstehen. Also nochmal, ich gehe von hier aus in Richtung Graph, nehme diesen Punkt und kann hier direkt den Wert ablesen. Und wenn ich jetzt sage, dann lande ich vielleicht durch 4, vielleicht bei rund 12 Kubikzentimeter. Wie sieht aber jetzt meine Gleichung dafür aus? Jetzt kann ich da hier in diesem Fall Folgendes sagen. V ist abhängig von M. Und das ist, ohne dass ich jetzt was Korrektes tue,
Also korrekt in Form von physikalisch korrekt in Form von Dichte. Das ist nämlich gar keine Dichte, die ich jetzt angebe, weil ich nämlich was anderes mache. Ich gucke, ich gehe nach rechts 0,6 Kilogramm und gehe nach oben 47,1 Kubikzentimeter. Jetzt habe ich die Steigung, ne? Ich gehe nach rechts, steht unten drunter, und in diesem Fall nach oben, steht oben drüber. Kubikzentimeter pro Kilogramm, schade, das ist keine Dichteeinheit, eigentlich müsste es umgekehrt sein. Ist mir in diesem Fall egal, weil ich mit dem Koordinatenursprung arbeiten kann. Und jetzt, das Ganze mal m, und da ich keine Grundgebühr sozusagen habe, nämlich bei 0 anfangen kann, muss ich hier auch nicht plus 0 dahinter schreiben. Und jetzt kann ich jeden beliebigen Wert hier einsetzen, ausrechnen und kriege das dann auch raus. Mit anderen Worten, konkret, wenn ich dieses Beispiel für 0,15 Kilogramm nachrechnen sollte, setze ich hierfür dieses Beispiel ein. Ich sage also, V von 0,15 Kilogramm ist gleich. Und jetzt kommt dieser ganze Kram hier runter und hier hinten schreibe ich 0,15 Kilogramm hin. Und dann kann ich das sogar nachrechnen und komme auch auf einen ähnlichen Wert, der knapp unter 12 Kubikzentimeter liegen würde. Also ohne Ahnung kann ich hier mit Steigungsdreiecken arbeiten und krieg's trotzdem immer raus. Dieses Beispiel übt das mal für Knete zum Beispiel. Knete hat jeder zu Hause und nimmt sich die Originalpackung, na, Modelliermasse. Einfach mal probieren. Ich schließe das Video jetzt an der Stelle ab.